Hakenkreuzschmierereien auf Flüchtlingsunterkünften, Beleidigungen, volksverhetzende Aussagen über Asylbewerber. Solche fremdenfeindlichen Straftaten haben in Baden-Württemberg zugenommen. Waren es im ersten Halbjahr 2017 noch 89, sind es im selben Zeitraum diesen Jahres schon 97 Straftaten. Auch körperliche Angriffe gegen Flüchtlinge haben zugenommen. Statt einer Attacke sind es dieses Jahr schon 7. Fast alle Straftaten sind politisch rechts motiviert. Für den Fraktionsvorsitzenden der SPD, Andreas Stoch, ein Alarmsignal. Wir haben nicht nur die Entwicklung, dass wir im politischen Raum durch Rechtspopulisten eine Stimmungsmache auch gegen alles Fremde und gegen Flüchtlinge haben, sondern wir haben offensichtlich auch Menschen in unserer Gesellschaft, die sich dadurch motiviert fühlen, tätlich zu werden, die Flüchtlinge angreifen. Und wir müssen alles dafür tun als Gesellschaft, um zu zeigen, dass wir das nicht wollen. Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte wie Brandanschläge sind dagegen auch in Baden-Württemberg weniger geworden. So wie in ganz Deutschland.